Dieser Begriff der Mikroaggression ist sehr in Mode gekommen und beschreibt letztendlich quasi den Gefühlszustand von jemandem, der sich diskriminiert fühlt. Alles und jedes ist inzwischen eine Mikroaggression und deswegen machen wir auch im Übrigen Triggerwarnung, auch so ein wunderbares Wort, das jetzt in Mode gekommen ist. Gemeint ist damit auch, dass man Warnungen inzwischen vorschaltet vor Nachrichten, vor Büchern, vor Sendungen, vor bestimmten Aussagen, vor Vorlesungen, um die Menschen vor der Aggression, vor der Mikroaggression zu schützen, die sie empfinden könnten, wenn sie mit einer Meinung konfrontiert werden, die nicht ihre eigene ist. Also sagen wir mal, ein völlig normaler gesellschaftlicher Prozess wird inzwischen zu einer Aggression erklärt. Das Aushalten einer anderen Meinung wird zu einem Akt der Aggression erklärt und diese Mikroaggression hat das Problem, dass sie ja eben ein Gefühl ist, ein Gefühlszustand. Und es ist etwas, was man ja auch gar nicht verhindern kann. Also wenn wir in einem politischen Diskurs ständig darauf achten müssten, dass wir niemanden verletzen, also dass wir keine Mikroaggression auf den anderen senden und er sich dann verletzt fühlt, dann müssen wir das Sprechen einstellen, dann müssen wir auch Politik einstellen, weil jede Gegenmeinung, also wenn jede Gegenmeinung als eine Aggression gegen meine Meinung definiert wird, dann sind wir raus aus der Debatte. Und genau daran sieht man ja auch, das ist ein perfides Instrument, eine perfide Erfindung, indem man jede gegenteilige Meinung ausschalten kann in einer Debatte, indem man sich darauf zurückfühlt, indem man sich auch darauf zurückzieht, dass man sagt, das ist jetzt eine empfundene Aggression und du verletzt mich. Und in dem Moment kann ich quasi eigentlich als Gegenüber nichts mehr sagen, weil in dem Moment bin ich Aggressor, bin ich Täter und der andere ist ein Opfer, weil ich ihn zum Weinen bringe. Und damit bin ich außer Gefecht.